Haben. Das wird aber voller wie im Blüderhaus, ne? Das war je voll bei dir. Sehr interessiert. Thank you.
Thank you.
Abend. Mal reden lassen. Ich glaube, wir wollen richtig einmal.
Ja, super.
Thank you.
stimmt, aber das tun wir heute. Ganz herzlich willkommen bei unserer heutigen Bewerbervorstellung in der Oberhalle. Ich bin natürlich, habe erwartet, dass sie voll wird, aber dass sie so voll wird, habe ich eigentlich nicht gedacht. Jetzt müssen wir halt das Beste draus machen, die, wo stehen, müssen das halt irgendwie ich werde versuchen, dass wir zügig durchkommen und noch nicht allzu viel reden. Ich begrüße Sie nochmals ganz offiziell und möchte besonders unsere Bewerberinnen und Bewerber für das Amt des Bürgermeisters in Urbach begrüßen und Ihnen auch vorstellen. Ich beginne mit Frau Martina Fehrlen. Bitte stehen Sie ganz kurz auf. Herzlich willkommen. Als nächstes begrüße ich Frau Friedi Miller. Ebenfalls ein herzliches Glückwunsch. Und dann Herr Dieter Schienmann. Und als vierten Bewerber Herrn Thomas Hornauer. Die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses sind ebenfalls anwesend. Gemeinderätin Führer, Gemeinderat Hartig, Gemeinderat Rösbach und Gemeinderat Hegenleiber, und unser Hauptamtsleiter, der Herr Schunder, macht auch das Protokoll heute. Ich bin Graf Andel, das ist ja, in der Gemeindeordnung ist die Regel, dass der Bürgermeister Graf Gesetzes eben dann Vorsitzender ist vom Gemeindewahlausschuss und deswegen auch der Versammlungsleiter, deswegen diese Rolle, die ich heute habe. Ich möchte zunächst den Bewerbern danken, dass sie bereit sind, sich heute vorzustellen. Als nächstes möchte ich Ihnen kurz den Beschluss nennen des Gemeinderats, der im März gefasst wurde. Und zwar hat der Gemeinderat A diesen Termin festgelegt und beschlossen, dass eine Bewerbervorstellung stattfinden soll. Das ist eine freiwillige Aufgabe der Gemeinde. Und er hat die Regularien für den heutigen Abend festgelegt. Damit Sie darüber auch informiert sind, möchte ich Ihnen die auch kurz nochmal erläutern. Alle Bewerber haben eine schriftliche Einladung erhalten und Ihnen wurden mit dieser schriftlichen Einladung auch diese Regularien mitgeteilt. Mit der Bitte um Rückwendung, Sie kommen, und das ist ja der Fall. Und dies bedeutet aber auch, wenn Sie hier dabei sind, dass Sie sich an die vom Gemeinderat beschlossenen Spielregeln zu halten haben. Dies ist eine zwingende Vorgabe, damit der Gleichheitsgrundsatz und somit die Chancengleichheit der Bewerber gewahrt ist. Nachdem uns im Vorfeld der heutigen Veranstaltung von einem Bewerber signalisiert wurde, dass er sich an die Vorgaben des Gemeinderats nicht halten möchte, möchte ich auf die Einhaltung nochmals ausdrücklich hinweisen. Hier in der Oberhalle gelten andere Spielregeln als im öffentlichen Raum, sprich auf der Straße oder auf dem Feld oder sonst wo. Als Versammlungsleiter bin ich ansonsten gezwungen, der notwendigen Umsetzung des Beschlusses des Gemeinderats Nachdruck zu verleihen und notfalls von meinem Hausrecht Gebrauch zu machen. Ich hoffe, Ihnen noch sehr. Ich hoffe jedoch sehr, dass dies nicht notwendig ist.
Ich werde Ihnen jetzt kurz diese Regularien nennen. Folgender Ablauf wurde beschlossen, unter anderem Veranstaltungsleitung, Hausrecht, Moderation und Achtung auf Einhaltung der Ordnung und der Redezeiten, meine Person. Form der Vorstellung, kein Podium, auf dem alle Bewerber gleichzeitig das Geschehen verfolgen, sondern Einzelauftritte der Bewerberinnen und Bewerber mit gleichzeitiger Abwesenheit der Mitbewerberinnen und Mitbewerber, die sich so lange außerhalb der Urbachhalle aufhalten müssen und hereingerufen werden, sobald sie dran sind. Das läuft jetzt so ab, wir haben einem Gemeinderat gesagt, im Lehrungszimmer, nachdem der Desofolle schon im Foyer auch das übertragen wird, müssen die Bewerber ins Juderhaus. Der Juderclub hat uns genau zur Verfügung gestellt. Ja, ich musste zum Rathaus damals, der Herr Gabriel hat uns gefahren. Wir haben jetzt eine kurze Strecke, die wir zu Fuß, die Frau Grossbach, unsere Gartenschau-Managerin, der ist so freundlich und geleitet sie nachher vorüber und holt sie auch wieder. Und dann ist das gewährleistet, wie es im Gemeinderat beschlossen wurde. Die Reihenfolge ist dann entsprechend der vom Gemeindewahlausschuss festgelegten Reihenfolge des Eingangs der Bewerbungen. So machen wir das. Und das ist ja dann auch, ja, und die Redezeit, das ist auch wichtig, jeder Bewerber hat, oder Bewerberin, ich wähle es einfach heiratet, immer die männliche Formel, bitte um Nachsicht, 15 Minuten pro Bewerber. Dann ist untersagt, dass jetzt die Bewerber PowerPoint-Präsentationen oder Videovorführungen machen oder solche Dinge oder irgendwelche Musik oder andere Dinge abspielen. Das sind einmal so die Bedingungen. Dann ist weiter gesagt worden, es gibt dann nach der Vorstellung gleich im Anschluss eine Fragerunde, wo Sie das Recht haben, die Besucherin, also über Saalmikrofone Fragen an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellen. Und wir haben drei Mitarbeiter des Rathauses da, die Ihnen dann die Saalmikrofone bringen. Eine Mitarbeiterin ist oben in der Empore, zwei sind unten. Sie meldet sich zu Wort, Sie kommen dran und die Mitarbeiterin bringt Ihnen das Mikrofon. Und dann kommt der nächste Fragesteller, dann geht es schneller. Und wir haben das so festgelegt, pro Person mal eine Frage und dann kommt der nächste dran. Dass nicht einer drei Fragen stellt und alle anderen müssen so lange warten. Wenn die... Und dann geht es in der Reihenfolge rum. Insgesamt haben wir auch 15 Minuten Zeit für Fragen, wobei die Bewerber eine Minute haben für die Antwort. Und ich bitte Sie auch, um es sollen Fragen gestellt werden, nicht längere, natürlich muss man was erläutern, aber dass es halt auch für die Bewerber einfacher ist, eine konkrete Frage zu stellen, das ist das Allerbeste. Und dann haben wir die Minute und wir wechseln dann ab, wenn natürlich bloß eine Person sich meldet, dann kann der alle Fragen hintereinander stellen, das ist auch klar, aber man möchte es halt abwechseln, dass möglichst alle dran kommen. So soll das also ablaufen und das ist eigentlich das Wichtigste, was ich Ihnen sagen möchte, dass Sie alle auch wissen, was der Gemeinderat beschlossen hat und für die Bewerber war es, denke ich, auch nochmal gut, dass Sie das nochmal gehört haben. Jetzt komme ich schon zum zweiten Teil, nämlich der eigentlichen Bewerbervorstellung und da ist so, dass die erste Bewerberin ja die Frau Martina Fehrlen ist und sie kann deswegen auch anfangen und jetzt im Moment auch gleich hier in der Halle bleiben und jetzt ist die Frau Grossbach so freundlich und wird die drei anderen Bewerberinnen und Bewerber ins Rudervereinsheim darüber begleiten. Bitte schließen Sie sich einfach die Frau Grossbach an. Ich müsste jetzt erstmal mit raus, die Frau Fehrlen und kommt dann auch rein. Ich verstehe Sie zunächst mal, aber ich bitte Sie auch mit der Frau Grossbach nach Hause zu gehen. Die Frau Fehrlen müsste jetzt auch erstmal mit raus, nein, damit Sie kein Zögerwendung genießen. Nein, Frau Fehrlen ist nicht raus, ich hab's klar. Ich muss nicht raus und wieder rein, Sie können ja hier bleiben. So. Und dann nehme ich auch Platz und dann ist es einfach, die Frau Fehrlen nach oben zu kommen und dann kann sie mit ihrer Vorstellung beginnen. Vielen Dank. Wenn jemand vorkommen möchte, das stimmt, die Bewerber kommen nachher ja rein und müssen bloß noch auf die Bühne, die Plätze sind in der Tat frei. Wenn jemand also jetzt wirklich mit stehen kann, da vorne sind wir hier frei, die Plätze, bitte gehen Sie.
Bürgermeister zu werden. Mein Vater war fast 30 Jahre lang Gemeinderat und Vorsitzender des MTV Ludwigsburgs, des größten Sportvereins in Ludwigsburg. Ich bin also im Sportverein aufgewachsen und war auch befreundet mit der Tochter des Oberbürgermeisters. Der Oberbürgermeister selber war auch häufig zu Gast bei uns in der Familie. Deswegen war für mich klar, dass ich Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz studieren würde. Dieses breit angelegte generalistische Studium gibt einem das Rüstzeug für alle Belange der Verwaltung und ist nicht nur eine Vertiefung in einem speziellen Bereich. Man betrachtet in diesem Studium Sachverhalte aus wirtschaftlicher Sicht, politischer, sozialer oder juristischer Sicht. Übrigens hat auch Ihr ehemaliger Bürgermeister und späterer Landrat Hannes Fuchs dieses Studium absolviert. Und ich habe gehört, wie hochachtungsvoll Sie immer von ihm sprechen, hat er wirklich viel für die Gemeinde getan. Weil mir politische Diskussionen und politisches Engagement von klein auf sehr wichtig war, bin ich schon recht früh in die Junge Union bzw. die CDU eingetreten. Kommunalpolitik ist aber Sachpolitik und keine Parteipolitik. Deswegen verspreche ich Ihnen sofort, ich würde die Ämter in der CDU niederlegen, wenn sie mich wählen würden. Es ist mir wichtig, neutral für alle Bürgerinnen und Bürger da zu sein. Und die Nähe zu ihnen ist mir auch wichtig. Deswegen kandidiere ich ganz bewusst in einer Gemeinde mit der Größe von Urbach und nicht für ein anderes Amt. Weil nur bei dieser Gemeindegröße wir den engen Austausch pflegen können. Meine erste Stelle nach dem Studium war bei der Stadtverwaltung Dortmund. Im Amt des Oberbürgermeisters lernte ich viel über die Prozesse einer Verwaltung und kümmerte mich dort auch um die Fördermittelakquise. Ein Thema, das hier in Urbach zum Beispiel für die Ansiedlung eines Dorflagens in Urbach Nord auch interessant sein könnte. In der Wirtschaftsförderung, Moment, ich muss das hier anders machen. In der Wirtschaftsförderung Dortmund organisierten wir Azubi-Messen und zum Beispiel Gründerwettbewerbe. Im Amt für Statistik und Wahlen organisierte ich die Europawahl, deswegen kann ich mir gut vorstellen, was im Hauptamt bei Herrn Schulter momentan alles los ist. In Dortmund erlebte ich aber auch, wie wichtig Vereine sind als Identifikationspunkt, nicht nur in Gelb-Schwarz, als Rückgrat und als DNA einer Gemeinde. Die Finanzverwaltung in Dortmund wurde in der Zeit umgestellt von der Kameralistik auf die Doppel, etwas, was jetzt auch hier in Urbach als nächstes ansteht und wo ich Erfahrung mitbringe. Später wurde ich dann Kommunalberaterin bei Steria Mummert Consulting. Ich moderierte dort Veranstaltungen, Bürgerveranstaltungen, wo zum Beispiel Bürger und die Verwaltung bzw. der Gemeinderat unterschiedlicher Meinung waren, wie zum Beispiel beim Thema Flächennutzungsplan oder Umgehungsstraßen. Ich habe also Erfahrung mit diesen Prozessen, wie man die Bürger und den Gemeinderat, wenn sie unterschiedlicher Meinung sind, wieder zusammenführt und wie man zu Frieden in der Gemeinde kommt. Gemeinde und Gemeinschaft haben den gleichen Wortstamm und es ist mir wichtig, dass auch hier in Urbach wieder Frieden herrscht. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit einer offenen und transparenten Kommunikation und der frühzeitigen Einbeziehung der Bürger in die Prozesse der Meinungsfindung. Das dauert zwar am Anfang etwas länger, aber später bei der Umsetzung vor Ort hilft es einem und es stärkt auch das gegenseitige Vertrauen. Als Kommunalberaterin lernte ich viele verschiedene Verwaltungsstrukturen kennen und auch verschiedene Führungspersönlichkeiten. Ich bin jemand, der Menschen vertrauen kann und ihnen diese Möglichkeit zum selbstständigen Arbeiten und zur Entfaltung gibt. Ich muss beispielsweise nicht der bessere Amtsleiter sein, das ist nicht meine Aufgabe als Bürgermeisterin. Seit 2012 arbeite ich an der Hochschule Esslingen und leite dort als Geschäftsführerin des Instituts für Weiterbildung mit weit über 1000 Teilnehmerinnen und diversen Schulungen pro Jahr. Wie Sie sicherlich wissen, habe ich letztes Jahr in Altbach als Bürgermeisterin kandidiert und dort mit 21 Stimmen Abstand gegen den Bürgermeistersrunden verloren. Eigentlich hatte ich danach nicht vor, so schnell wieder zu kandidieren. Dann kam ein Anruf aus Urbach und wir haben uns eigentlich, kann man sagen, breitschlagen lassen, uns Urbach als Familie anzuschauen. Und wir waren hin und weg. Urbach ist wirklich so eine attraktive Gemeinde. Urbach ist lebens- und liebenswert und wir würden gerne als Familie nach Urbach ziehen. Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ja, ich mache das, ich kandidiere hier. Wir möchten hier unsere Tochter großziehen. Jetzt fragen Sie sich sicherlich, wie wir das als Familie eigentlich organisieren. Mein Mann steht voll hinter mir und meiner Kandidatur. Wie in jeder Familie braucht man klare Abmachungen, wie man das tägliche Leben organisiert.
Mein Mann ist unser Familienmanager. Er bringt jetzt gerade aktuell unsere Tochter ins Bett. Natürlich haben wir auch unsere Familienauszeiten, wie beispielsweise über Ostern. Die Familienplanung ist bei uns im Übrigen abgeschlossen. Maximale Ergänzung gibt es bei uns noch mit einem Haustier. Liebe Oberhaberinnen und Oberhaber, haben Sie sich das Foto von der Führungsrede vom Heimatministerium bei Herrn Seehofer angeschaut? Das sind alles Männer. Also mir kann man nicht sagen, dass es nicht auch qualifizierte Frauen gegeben hätte, die dort gut mit Händen arbeiten können. Aber als Frau wird man ja gerne in Schubladen geschickt. Da ist die Rabenmutter, da ist das Heimchen am Herd. Alles dazwischen wird gern mal ausgeblendet. Und man muss aber sagen, die Familienorganisation ist eine Sache zwischen den Partnern untereinander. Die Gesellschaft stellt die Rahmenbedingungen zur Verfügung, Kita, Kindergarten, Grundschule. Und was man daraus macht und wie man das macht, ist Sache der Familien. Wir brauchen die Wahlfreiheit. Und wir haben als Ehepartner untereinander ein gutes System gefunden. Und wir haben das Glück, dass meine Eltern in Ludwigsburg leben, die Eltern meines Mannes in Esslingen und sich beide auch gerne um unsere Tochter kümmern, wenn es mal zu schwierigen Situationen kommt. Es gibt immer mehr Frauen als Bürgermeisterinnen, die Kinder haben und trotzdem das alles im Griff haben. Ich als Beispiel in Walldorf, Christine Sahn oder in Lattmannhausen, Frau Hannemann. Die können das auch, weil ihnen ein starker Mann im Hintergrund den Rücken frei hält. Wie stehen Sie zu Frauen in Führungspositionen? Sie haben jetzt die Chance, für Fortschritt, Veränderung und Generationenwechsel zu wählen. Bitte schenken Sie mir Ihr Vertrauen. Wofür stehe ich? Zum einen familiengerechte Kommune. Da steht Lurbach schon heute sehr gut da und ich möchte, dass wir weiterhin ganz vorne mit dabei sind. Familien aus Urbach sollen beim Thema Wohnraum in der neuen Mitte 2 zum Beispiel über ein Punktesystem bevorteilt werden. Über ein Leerstandskataster könnte man dafür sorgen, dass man erstmal erkennt, welche Leerwohnungen vorhanden sind und dann mit den Besitzern Kontakt aufnehmen. Eine sozialverträgliche Steuerung des Wohnungsbaus beispielsweise für mehr Geschosswohnungen würde das Leben hier in Urbach für Familien dann auch einfacher machen. Zweitens wirtschaftsfreundliche Gemeinde. Erster Wirtschaftsförderer im Ort ist der Bürgermeister. Ich bin langjähriges Mitglied der Wirtschaftsunion in Esslingen und werde ein offenes Ohr für die Wirtschaft haben. Auch war ich ja lange bei der Wirtschaftsförderung Dortmund und komme mit vielen Ideen hierher. Beim Gewerbeverein in der Diskussionsrunde habe ich sehr engagierte Unternehmer kennengelernt und würde mich wirklich freuen, gemeinsam mit dem Gewerbeverein verschiedene Projekte umzusetzen. Heimat verbinden wir nicht mit Industriegebieten. Aber Arbeitsplätze vor Ort sind auch wichtig. Zugegebenermaßen blutet mir das Herz, wenn ich mir überlege, dass die Schreinwiesen zum Industriegebiet werden sollen. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir genügend Arbeitsplätze auch vor Ort bereithalten. Hier gilt es, einen guten Mittelweg zu finden. Industriewüsten wollen wir nicht schaffen. Die örtliche Nachversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs muss gewährleistet sein. Insbesondere in Urbach Nord haben wir momentan ein Problem. Ein familiengeführter Krämerladen, ein Bioladen, Hofladen, das wäre die Möglichkeit, wie man dort die dörflichen Strukturen vor Ort erhalten kann, dass kein Dominoeffekt passiert. Ich werde mich sehr dafür einsetzen, in Urbach Nord die dörflichen Strukturen zu erhalten und Urbach Nord lebenswert zu halten. Der Seniorenbus ist eine tolle Idee, aber es darf nur eine Übergangslösung sein. An dieser Stelle ein großes Lob an die Verwaltung und die Kirche, die so kurzfristig und schnell diesen Bus aufbauen konnten. Auch über ein Sanierungsprogramm für Fachwerkhäuser sollte man nachdenken. Hier könnte die Gemeindeverwaltung eine Informationsstelle sein. Dritter Punkt, starke Bürgergemeinschaft, ehrenamtliche Vereine, Kirchen und Verbände sind das Rückgrat der Gemeinde. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ich bin viel ehrenamtlich aktiv und mir ist das sehr wichtig, dort auch meine Frau zu stehen. Auch die Integration von asylsuchenden Menschen wird hier vor Ort durch die starke Bürgergemeinschaft gestaltet. Sportstätten sind durch regelmäßige Investitionen bedarfsgerecht zu entwickeln und zu erhalten. Und gemeinsame Feste gehören einfach auch dazu. Vierter Punkt, der bürgerorientierte Dialog. Gerade aktuell überschattet die Diskussion mit dem Waldhaus alles. Miteinander zu sprechen, anstatt übereinander, darum geht es. Wertschätzenden Austausch pflegen und in den Dialog miteinander treten. Wenn Sie am 22.04. entscheiden, dass es das Waldhaus geben soll, dann soll es dieses mit einem nachhaltigen Konzept geben und zu einem Mehrwert für Urbach werden. Wenn Sie
Sie dagegen entscheiden, dann wird die Gartenschau trotzdem zu einem Erfolg werden, weil wir daran arbeiten, dass Urbach positiv dasteht und die Gartenschau für Urbach ein großer Erfolg wird. An dieser Stelle möchte ich auch meinen Dank aussprechen für die vielfältigen Gespräche bei mir am Informationsstand. Anregungen, Wünsche, auch Kritik und Feedback. Vielen, vielen Dank dafür. Ich konnte Urbach in der kurzen Zeit wirklich sehr vielfältig kennenlernen. Auf den Punkt gebracht. 5 Gründe, warum Sie mich als neue Bürgermeisterin wählen sollen. Zum ersten Kompetenz. Ich habe ein generalistisches Studium, Verwaltungswissenschaften, keine Versteifung auf nur ein Thema. Zweitens, ich bringe vielfältige Erfahrungen mit. In unterschiedlichen Kommunen, Ämtern und Positionen, bin im Vorstand in Vereinen gewesen, kenne mich aus in der Sitzungsleitung, auch bei der Führung von Ehrenamtlichen. Drittens, Persönlichkeit. Meine Mutter ist Rheinländerin. Sie haben also die außergewöhnliche Chance, eine kommunikationsstarke Schwäbin als neue Bürgermeisterin zu bekommen. Ergreifen Sie diese. Nur das Schwäbisch-Schwätzen müssen Sie mir noch dabei. Viertens, Generationenwechsel. Mit knapp 40 Jahren stehe ich für eine neue Generation. Für langfristige Perspektive und Nachhaltigkeit. Ich möchte 3 Amtszeiten hier bleiben, wenn Sie mich lassen. Das 850-jährige Gemeindejubiläum im Jahr 2031 können wir dann auch zusammen feiern. Und als 5. Punkt, Urbacher, nicht Urbächer. Ich werde niemals Urbächer, aber ich könnte Urbacher werden. Als Schultes bin ich der Meinung, dass der Schultes vor Ort leben sollte. Wir würden mit der gesamten Familie sehr gerne Urbacher werden. Mein Mann spielt Tennis und war, da würde mein TCS braucht dringend übrigens dann einen Tennispartner, Leistungsklasse 15. er hat Handball auf Landesliga-Niveau gespielt und hat sich hier auch schon informiert, wie die Herren-Handballmannschaft ist. Unsere Tochter würde hier zuerst in die Kita gehen, dann in die Grundschule. Wir würden mit anderen Eltern ganz normal beim Elternabend sitzen, am Sonntag spazieren gehen, im Bärenbachtal einkaufen, auf dem Markt, das Kind beim Wasserspielplatz. Sie hätten vielfältige Möglichkeiten, mit uns als Familie in Kontakt zu kommen. Und wir würden uns da wirklich sehr drüber freuen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Andrea Martina Fehrlein, geboren Schwyz. Ich bin aufgewachsen in Ludwigsburg und wohnhaft in Esslingen. Bin 39 Jahre jung, verheiratet mit Dirk Fehrlein, 43 Jahre alt. Wir haben eine knapp 3-jährige, quirlige Tochter Katharina und eine 8-jährige, faule Katze Mila. Ich möchte mich mit Herz und Verstand für Urbach einsetzen und weiß, was ich mir zu meinem 40. Geburtstag am 21.04. wünsche. Bitte geben Sie mir Ihre Stimme als Ihre neue Bürgermeisterin. Vielen Dank. Fragen an die Bewerberin zu stellen. Wer von Ihnen möchte denn da den Anfang machen? Sie müssen mir helfen, wenn ich es jetzt sehe. Hinter sind eigentlich auch viele Leute. Ich sehe bisher nichts. Bitte. Oh. Ah ja, bitteschön. Vorne war Ruhe, soll ich bitte etwa auf der rechten Seite. Letztendlich müssen Sie ja zu Entscheidungen kommen. Vielleicht können Sie mal beschreiben, wie Sie sich als Entscheider sehen und als Führungskraft. Vielen Dank. Ich bin jemand, die
sich zuerst die unterschiedlichen Meinungen anhört und nicht zu spontanen Entscheidungen neigt, sondern das wirklich erstmal sacken lässt. Weil als Führungskraft bin ich auch jemand, der den Mitarbeitern die Chance zur Entwicklung gibt. Ich selber halte mich nicht für allwissend und ich höre erstmal zu, bevor ich eine Antwort gebe. Das heißt also, ich lasse Themen einfach auch mal wachsen. Bei der jetzt gerade aktuell geht es ja insbesondere ums Thema Waldhaus. Da finde ich das ganz wichtig, dass man beiden Seiten ernsthaft zuhört und auch wertschätzend zuhört. Ist das für Sie als Antwort okay? Ich verstehe Sie nicht. Das war erstmal ganz schön. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Dahinter, oben. Hallo, mein Name ist Thomas Hartmann. Ich stelle eine Frage als erster Vorsitzender des Vereins Westeuropa. Die Frage liegt Ihnen ja schon vor, aber ich möchte es nochmal vorlesen, damit auch die Zuhörer im Saal Bescheid wissen, worum es geht. Lauter? Okay, ist okay. Bisschen lauter, ja. Ja. Ich kann meinen eigenen Text kaum lesen. Da oben ist es dunkel, da müssen wir was tun. Ja. Wie können Sie den SC Urbach e.V., den mit rund 1500 Mitgliedern Größenverein in der Gemeinde, in großen Infrastrukturprojekten, wie zum Beispiel nach Wegfall des Eschbach-Sportgeländes mit einem weiteren Trainingsplatz gegenüber der Witterumhalle unterstützen? Also wer muss zum Beispiel Projektträger bzw. Eigentümer einer solchen Anlage sein? Jetzt wird es noch dunkler, jetzt erzähle nichts mehr, das ist ein Trick. Also ich kann die Frage auch. Ja. Wer muss zum Beispiel Projektträger bzw. Eigentümer einer solchen Anlage sein? Die Gemeinde oder der Verein? Also konkret, wer baut nach Ihrer Ansicht die Gemeinde und der Verein beteiligt sich im Rahmen seiner Möglichkeiten an den Kosten? Oder muss der Verein in finanzieller Unterstützung der Gemeinde so ein Projekt selbst realisieren? Wie sind Ihre generellen Ansichten zu so einem Thema? Und bitte bedenken Sie, dass der SC Urbach als Mehrspartenverein eine große Breitensportaufgabe für alle Bevölkerungsschichten hat und Mitgliedsbeiträge aufgrund finanzieller Anstrengungen natürlich nicht beliebig steigen können. Ja, vielen Dank. Sie haben dem Herrn Schiemann und mir diese Frage draußen als Papier schon gegeben, nur dass alle das einfach auch wissen. Ich hatte ja in meinen einleitenden Worten gesagt, dass mein Vater Vorsitzender vom MTV Ludwigsburg war. Der Verein hat knapp 7000 Mitglieder und mein Vater hat den Vorstandsposten im Ehrenamt ausgeführt. Ich bin, was Sportvereine angeht, parteiisch. Wir haben zu Hause auch viel darüber diskutiert. Der MTV Ludwigsburg hat in der Zeit auch seine Hallen dringend erweitern müssen. Und ich bin der Meinung, dass das ein Thema ist, was die Gemeinde zu stemmen hat. Denn die Sportvereine bilden eine ganz wichtige Grundlage für die Integration, dafür, dass Menschen zusammenkommen aus ganz verschiedenen Bereichen einer Gemeinde und dort gemeinsam Sport machen. Verschiedene Bevölkerungsschichten treten dort miteinander in Kontakt und wir haben jetzt hier in Urbach die Situation, dass die Eschbach-Halle weggefallen ist, nicht nur als Halle, sondern auch der Bolzplatz. Die Fußballdamen haben ja auf dem Markt Ich lasse dann bei den anderen auch etwas nach, aber jetzt ist die Minute schon über 10 Sekunden. Die Frage war auch sehr lang. Das war bitte, Frau Bierle. Herr Hartmann, ich unterstütze den SC Urbach beim Bau, beziehungsweise andersrum. Also ich bin der Meinung, die Gemeinde sollte einen weiteren Sportgelände zur Verfügung stellen. Mein Name ist Wolfgang Sütterlin. Ich habe eine persönliche Frage, knapp an Ihnen vorbei.
Wovon oder wofür ist Ihr Mann eigentlich Spezialist? Außer dass er sportlich ist und zu Hause gut managt. Also wo? Mein Mann ist Hausverwalter. Hm? Da ist er sehr gut, dass er. Ja, beruflich Hausverwalter. Das beruflich Hausverwalter in Esslingen. Hm, danke. Kurze Frage, kurze Antwort. Gibt es weitere Fragen? Mein Name ist Michael Rodolf. Ich habe die Frage, was sagen Sie zur Feuerwehr? Gehört die Feuerwehr in den Ort? Oder wie sehen Sie, wie stehen Sie zum Thema Feuerwehr? Herr Rodolf, die Feuerwehr gehört ganz klar in den Ort. Sie hat zwar freiwillige Feuerwehr, ist aber eine Pflichtaufgabe der Gemeinde und muss so angesiedelt sein, dass sie von dem Ort schnell überall sein kann. Und das ist nicht der Fall, wenn sie draußen vor Ort im Industriegebiet sitzt. Als Beispiel. Weitere Fragen? Moment, nichts mehr. Ich bitte melden. Gibt es keine weiteren Fragen, kann ich davon ausgehen. Bitte rufen Sie, dass ich niemanden übersehe. Meldet sich niemand laut, dann denke ich, wir sind durch. Keine weiteren Fragen. Vielen Dank, Frau Ferlen. Damit ist es jetzt. Schlecht stehen können, kommen Sie einfach vor. Genauso Sie sich das, das macht nichts, da weiß niemand. Wer noch Platz benötigt. Der Herr Rudolf Film, ich denke, der ist im Auftrag der Firma von Herrn Hornauer, aber der steht dann gerne auf für Sie, denke ich. Nicht so viel, danke schön. Alle anderen schauen still.
Ihr habt hier nichts zu suchen. Wir sind hier nicht bei Germany's Next Topmodel, obwohl ich dort aufgrund meines Alters und meinen Mundungen auch keine Chance hätte. Wir sind hier auch nicht bei Hannes und der Bürgermeister oder der Comedy-Show Fridi und seine Majestät Thomas Hornauer im Clinch oder wieder in Love. Nein, wir sind bei einer Kandidatenvorstellung, die einen seriösen Charakter aufweisen sollte und nicht als Spaßveranstaltung angesehen werden soll. Es geht um Urbach und den Kandidaten, der die besten Voraussetzungen mitbringt, die Geschicke von Urbach in den nächsten 8 Jahren so zu lenken, dass sie zum Wohle aller Bürger von Urbach sind. Und damit meine ich nicht nur die Erwachsenen, sondern auch Jugendliche und Kinder. Denn es geht um ihre Zukunft. Und ihr habt die Wahl. Wie jeder Mensch im Leben die Wahl hat, für seine Ziele zu kämpfen. Mein erklärtes Ziel ist es nach wie vor, Angela Merkel vom Thron zu stoßen und die jüngste, menschlichste, vielleicht auch sächsische Bundeskanzlerin ever zu werden. Weiter für die Kinder- und Menschenrechte zu kämpfen und gemeinsam mit Trump und Putin für Weltfrieden zu schaffen. Ohne Waffen. Solltet ihr Bürger von Urbach tatsächlich erkannt haben, worum es mir geht und dass ich völlig uneigennützig handle, egal wo ich mich bewerbe, sind wir schon einen großen Schritt weiter. Ich mache keine leeren Versprechen. Ich gehe schon immer den Weg der Wahrheit und Gerechtigkeit zum Wohle aller Menschen und vor allem unserer Kinder und Jugendlichen. Darum würde ich auch nach meiner Wahl eine Stiftung mit dem Namen Fridis Power Peace Kids gründen, zum Wohle aller sozial benachteiligter Kinder in Urbach, damit sie auch am sozialen Leben teilnehmen können, wie Kinder reicher Familien. Denn ein Kind kann nichts dafür, wenn es in eine arme Familie hineingeboren wird. Was ihr von mir zu erwarten habt, kann ich euch in wenigen Worten sagen. Ich rede nicht, ich handle. Und ich möchte, dass der Bürgerhaushalt, sprich Bürgerentscheid, in allen Belangen, die Urbach betreffen, tatsächlich gelebt wird. Ich sage nur Stichwort Waldhaus. Worüber die Abstimmung auch am 22. April parallel zur Bürgermeisterwahl stattfinden wird. Die AGU Alternative Gartenschau Urbach hat ganz recht, dass keine kostspieligen Projekte am Rande eines Naturschutzgebiets erstellt werden sollten, wo es doch kostengünstige Alternativen wie zum Beispiel das Vereinsheim des Musikvereins im Bärenbachtal gäbe, das der Waldkindergarten bereits nutzt und Waldpädagogik auch dort möglich ist. Aber die 21 profitgeilen Bürgermeister, die Gesellschafter der Remstal-Gartenschau GmbH sind und denen es nur um Profit geht und nicht um die Menschen oder die Umwelt, haben die Intention der AGU und was ich in vielen meiner Reden zu vermitteln versuche, nicht verstanden. Erst wenn der letzte Wald gerodet, der letzte Fisch gefangen, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Umso weniger kann ich den scheidenden Bürgermeister Jörg Hetzinger verstehen, dass er pro Waldhaus ist, da er ja aus gesundheitlichen Gründen ausscheidet und unsere Gesundheit und unsere Kinder eines der höchsten Güter sind, die uns der liebe Gott geschenkt hat. Und vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich so unermüdlich für alle Menschen und vor allem für Eltern kämpfe,
unberechtigt ihre Kinder verloren haben, weil ich es am eigenen Leib erfahren habe. Wie von einem Tag auf den anderen dein Leben sozusagen vorbei sein kann und dir ohne Eigenverschulden dein Herz rausgerissen wird, indem dir dein Kind gestohlen wird. Ich bitte euch, nun kurz die Augen zu schließen und darüber nachzudenken, wie es wäre, wenn ihr plötzlich eine schwere, unheilbare Krankheit hättet oder wenn euer geliebter Partner plötzlich stirbt oder ihr euer Kind nicht mehr sehen könntet. Ich frage euch, ist dein Geld noch wichtig? Ich glaube nicht. Ich glaube, ihr würdet alles Geld dafür geben, wenn ihr wieder gesund sein könntet oder euren Partner oder euer Kind wieder bei euch haben könntet. Darum lasst Nächstenliebe walten. Teilt, was ihr im Überfluss habt und lebt jeden Tag, als wäre es euer letzter. Geht aufeinander zu, wenn ihr im Streit seid und redet und fangt an, für das zu kämpfen, was euch wichtig ist im Leben, so wie ich es tue. Ich kämpfe für meine Ziele, eine Welt voll Liebe und Frieden zu schaffen, ohne Waffen, wo jeder Mensch leben und überleben kann und unsere Kinder eine glückliche Zukunft haben werden. Und dazu benutze ich eben dieses Mittel als Kandidatin für Bürgermeisterwahlen, OB-Wahlen und nun auch zur Landratswahl in Freudenstadt anzutreten. Und ich habe noch nie einen Hehl daraus gemacht, dass mein oberstes Ziel ist, Bundeskanzlerin von Deutschland zu werden, ohne aller Menschen. Aber ich glaube auch an Gott, dass er mich auf diesen Weg geschickt hat. Und ihr könnt mir vertrauen, dass ich mit Sicherheit kein Spaßkandidat bin und mich auch mit aller meiner Kraft für eure Wünsche einsetzen würde. Denn es geht um euer Leben in Urbach und die Zukunft eurer Kinder und Enkelkinder. Und ich hoffe auf euer Verständnis, dass ich Macht in der Politik brauche, um für Kinder und Menschenrechte eintreten zu können. Und natürlich würde ich den Posten als Landrätin von Freudenstadt präferieren, aber nicht, weil es mir um Profit geht. Denn auch dort würde ich mein komplettes Gehalt in eine Stiftung mit dem Namen Friedis Power Peace Kids investieren. Sondern allein deswegen wollte ich dort Landrätin werden, weil ich dann Chefin vom Jugendamt wäre und wenigstens in Freudenstadt gemeinschaftlich mit dem Menschenrechtler Werner Peters, der auch in Freudenstadt lebt, die Chance hätte, dort den Eltern, denen ihre Kinder rechtswidrig entzogen wurden, zu helfen, ihre Kinder wieder in ihr glückliches Zuhause zu ihren Eltern, wo sie auch gemäß Artikel 6 Grundgesetz hingehören, zurückführen zu können. Aber ihr habt nun die Wahl, ob ihr mich, Friedi, die parteilos, somit völlig unabhängig, unbestechlich, ehrlich und bürgernah ist, wählt, die konsequent den Weg der Wahrheit, Gleichheit und Gerechtigkeit zum Wohle aller Menschen geht. Oder ob ihr Dieter Schiedmann, Leiter des Bauamts, wählt, der ständiger Stellvertreter des Bürgermeisters von Remshalden und dort auch Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses für die Bürgermeisterwahl in Remshalden ist, was für mich schon wieder einen Interessenskonflikt darstellt und objektiv gesehen eventuell sogar ein Wahlanfechtungsgrund wäre. Oder ob ihr Martina Fehrlen wählt, erklärtes CDU-Mitglied und somit in einem indirekten Abhängigkeitsverhältnis zu ihrer Partei steht und somit auch zu den CDU-Mitgliedern im Gemeinderat verpflichtet wäre. Und eine Gemeindestrategie Urbach 2030 entwickeln möchte,
wobei eine Amtsperiode nur 8 Jahre geht und sie bei der Bürgermeisterwahl im Jahr 2026 gar nicht sicher sein kann, ob sie wiedergewählt wird oder ob bis dahin einige Bürger von Urbach gar nicht mehr am Leben sind. Oder ob ihr Thomas Hornauer seine königliche Hoheit wählt, der eigentlich gar nicht Bürgermeister von Urbach werden möchte, aber wenigstens manns genug ist und auch gemeinsam bzw. parallel mit mir als einziger Kandidat von Lüderhausen nicht nur Sprüche gemacht hat, sondern konsequent die Wahlanfechtung von Lüderhausen durchgezogen hat, dass wir schon mal einen der 21 profitgeilen Bürgermeister der Remstal-Gartenschau GmbH mit unserer Wahlanfechtung handlungsunfähig gemacht haben. Es liegt bei euch. Aber ich gebe euch einen Tipp, egal wen ihr von uns hier wählt und egal, ob es um die Bürgermeisterwahl oder um die Bürgerbefragung, sprich den Bürgerentscheid in Sachen Waldhaus am 22. April geht. Schickt in jedes Wahllokal Wahlbeobachter, da es leider auch in Deutschland an der Tagesordnung ist, dass Wahlen gefälscht werden. Ich hatte es bereits bei der Gemeinderatswahl in Hirfingen und Kreistagswahl in Böblingen von 2014 mit Zahlen, Daten, Fakten in unserem Wahllokal in der Brunnenwiesenstraße 8 in Sindelfingen mit meiner Wählervereinigung Friedi bewiesen. 3 Kandidaten meiner Liste Friedi, die wir in diesem Wahlbezirk wohnen, haben uns alle selbst gewählt. Mit 3x3 Stimmen ergibt nach Adam Riese 9 Stimmen. Jedoch hatten 2 Kandidaten meiner Liste nur 4 Stimmen und einer nur 3. Da sage ich nur, wie es die meistgekaufte Zeitung Deutschlands immer wieder propagiert: Bild dir deine Meinung. In diesem Sinne wünsche ich euch das richtige Händchen für die richtige Wahl und wundert euch nicht, dass draußen mein Friede für Deutschland Aufkleber liegt und mein Flyer von 2017 zur Bundestagswahl. Mir ist es leider nicht möglich, zu jeder Bürgermeister- oder OB-Wahl neue Flyer und Plakate drucken zu lassen. Und im Falle der Landratswahl in Freudenstadt wäre es sowieso Zeit und Geldverschwendung, diese in der Bevölkerung zu verteilen, da über diesen Posten nicht die Bürger selbst bestimmen dürfen, sondern der Kreistag, in dem leider auch wieder viele der Bürgermeister, ich sage bewusst viele und nicht alle, das Ich kann jetzt nicht nachreden, es kommt ja der zweite Teil, die Frage, wo in den
bleiben Sie gerne noch hier. So, wir haben eine Frage an die Bewerberin Frau Miller. Da bitte ich um ein Handzeichen. Oben oder macht es? Ja, genau. Ja, Frau Müller, mein Name ist Dieter Wiegner. Leider läuft mein Telefon ist da, aber das ist für mich. Ich habe Aussagen bei Ihnen vermisst, wie Sie Gemeinde Urbach im Falle Ihrer Wahl gestalten wollen. Sie haben von Jugend und Kindern gesprochen. In Urbach haben wir einen Kinder- und Jugend-, Herr Dürrmeister, wie heißt das genau? Förderverein. Kinder- und Jugendunterstützung Urbach. Stiftung haben wir. Und die Senioren, zu denen ich gehöre, die haben es eigentlich ganz vergessen. Was machen Sie mit uns? Also wer mich kennt, der weiß, dass ich für Mehrgenerationenobjekte bin, dass ich möchte, dass alle Menschen glücklich sind und alle Spaß haben und das können wir gemeinsam erreichen. Und wenn Sie zugehört haben, brauche ich eigentlich zu überhaupt keinem Thema was sagen, da ich konsequent den Bürgerhaushalt durchsetzen würde. Sprich, nicht nur wie jetzt beim Waldhaus, nein, bei allen Angelegenheiten hättet ihr das Recht abzustimmen. Und dann wäre Transparenz im Rathaus und die Korruption, die Gemeinderäte zum Teil. Es gibt immer die guten und die schlechten. Hinter verschlossenen Türen machen hätte damit ein Ende. Ist Ihre Frage damit beantwortet? Ja, dann tut's mir leid, dann lasse ich mir nächstes Mal eine Rede schreiben und blende euch und dann, hier steht doch sowieso auf Blender. Vielen Dank für die Beantwortung. Gibt es weitere Fragen? Mein Name ist Hochmann, ich habe eine Frage und zwar möchte ich Sie auch im Mittelweg kandidieren, weil da ist es vielleicht zur Psychiatrie nicht so weit. Sie dürfen antworten, wobei so eine Frage ist eigentlich grenzwertig. Ich verstehe das, dass Sie die Frage stellen wollen, aber Sie stellen die Frage. Bürgermeisterwahl ausgeschrieben. Punkt 2 hatte ich mich in Bad Schussen-Ried beworben. Dort ist die Klappe und dort ist meine Freundin ungerechtfertigt. Mal so viel zu diesem Thema. Und Punkt 3, ich glaube, mein IQ ist etwas höher als deiner. Also mein Also bei mir ist beim IQ-Test von Günther ja auch sogar live bestätigt worden. Schlauste Blondine von allen. Ja, ist so, ihr könnt die Sendung an. Deswegen verbinde ich mir solche flegelhaften, kranken Bemerkungen. So, vielen Dank. Ich würde sagen, ich habe eigentlich der nächste Fragesteller hier unten. Mein Name ist Hans Exler. Ich war Gemeinderat in Urbach und ich weiß, was hinter den geschlossenen Türen vor sich geht. Sie dürfen leider nicht dabei sein, Sie werden auch künftig nicht dabei sein. Nein, immer für mich. Frau Miller, ich hätte einen guten Vorschlag. Ihnen ist da wichtig, die Jugend und Arbeit, die Jugend- und Kinderförderung. Ich habe einen Vorschlag. Wir haben eine Kinder- und Jugendstiftung, wie der Kollege Wiegner schon sagte. Wie wäre es, wenn Sie für jede Stimme, die Sie in Urbach bekommen, 10 Euro an diese Institution spenden. Ich habe Ihnen gesagt, was ich tun werde, wenn ich Bürgermeisterin werde, aber ich werde nicht an Menschen, die mich verhöhnen und die vielleicht eine Bürgerstiftung haben, wo gar nicht das ganze Geld den Kindern und Jugendlichen zugutekommt, das geht auch mal zu überprüfen. Solche Menschen werde ich bestimmt nicht für ihre Lachnummern hier, wo die mich versuchen, hier im schlechten Licht darzustellen, solche Menschen werde ich ganz bestimmt nicht unterstützen. Ist das angekommen? Gut, nächste Frage, der Herr Lindner, mit dem Karl hinterher. Frau Müller. Können Sie sich auch kurz vorstellen, das wäre gut. Danke, Herr Müller. Frau Müller, ziemlich weit.
aber so wie sie sich hier aufführen, ich weiß nicht, was für Tabletten sie bekommen oder was für Drogen sie nehmen. Nein, wir sind hier in einer öffentlichen Sitzung. Da wird uns auch mal aussprechen, aber mit ihrer Reaktion auf Fragen, so wie sie antworten, sollten sie sich schämen in dem Alter, wo sie sind. Es tut mir leid. Ja, sie sollten sich mal dazu äußern, wie sie Urwart nach vorne bringen wollen. Das habe ich euch ganz klar gesagt. Was? Frage stellen, bitte. Haben er hat doch die Frage nein, gestellt. Nein, jetzt kommt er zur Frage. Er kommt jetzt zur Frage. Da können Sie ja kommen. Nein, er hat gefragt, ob ich Drogen nehme. Was kann man jetzt machen? Nein, ich fahre jetzt. Frau Miller, jetzt warten Sie bitte kurz ab. Sein Ziel verfolgen wird,
dass es hier endlich mal in Deutschland, nicht nur in Deutschland, in Europa und auf der ganzen Welt Frieden gibt. Weil es wäre so einfach, wenn nicht so profitgeile Menschen auch noch Waffen in die Länder liefern würden und so weiter. Weiß man, die Minute ist rum, ich könnte euch hier eine stundenlange Rede halten. Die Kraft ist systemisch. Und jeder, der gegen sich steht, weitere Fragen? Frau Wilders, Sie haben sehr herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Als nächstes müsste jetzt der Schienbein kommen. Vollbesetzte Halle in Obach, eine sehr schöne Kulisse für eine Bewerbervorstellung. Zeigt es doch Ihr Interesse an der zukünftigen Entwicklung Obachs. Ihnen ist Obach wichtig, mir auch. Viele von Ihnen engagieren sich in mannigfaltiger Weise für Obach und machen es zu dem, was es ist. Ein Ort, in dem man gerne lebt, in dem man gerne seine Kinder aufwachsen sieht und in dem man auch gerne seinen Lebensabend verbringen möchte. Ich darf mich Ihnen heute Abend als Bewerber für das Amt des Bürgermeisters Ihrer Gemeinde vorstellen. Bedanken möchte ich mich bereits jetzt für den Zuspruch und die Unterstützung, die ich in den letzten Wochen bei Gesprächen auf dem Marktplatz, in Lokalen, bei Vereinsversammlungen und ähnlichen Anlässen von Ihnen bekommen habe. Ich habe mich bei Ihnen auf Anhieb wohlgefühlt. Mein Name ist Dieter Schienmann, ich bin 54 Jahre alt, evangelisch, mit meiner Frau und unseren beiden Söhnen, 14 und 18 Jahre alt, lebe ich seit fast zwei Jahrzehnten in Stetten im Remstal. Dort bin ich aufgewachsen, dort leben auch meine betagten Eltern. Ich bin im Remstal fest verwurzelt und schätze die Vorzüge unserer Heimat. Ich denke genau wie Sie. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten in der Natur, sei es beim Wandern mit Freunden, bei Spaziergängen mit unserem Hund oder bei der Arbeit auf den Streuobstwiesen meines Vaters. Ich reise gerne, nicht mehr wie früher allein mit dem Rucksack um die Welt, sondern mit der Familie, am liebsten nach Frankreich, da ich dort die Sprache ganz gut verstehe. Beruflich komme ich aus dem Bereich Planen und Bauen. Nach dem Studium der Architektur und Stadtplanung habe ich 7 Jahre als freier Architekt selbstständig gearbeitet. Ich konnte zahlreiche Projekte im Wohn- und Gewerbebau planen und verwirklichen. Im Jahr 2003, also vor 15 Jahren, habe ich die Seiten gewechselt und bin seither in der Kommunalverwaltung tätig. Vor 6 Jahren wurde ich zum ersten Beigeordneten der Gemeinde Remshalden gewählt und trage die Personalverantwortung für 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bauamt und in den Außenstellen. Darüber hinaus bin ich ständiger hauptamtlicher Stellvertreter des Bürgermeisters und deshalb in der gesamten Aufgabenvielfalt der Kommunalverwaltung betraut. Ich sehe mich in der Lage, mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf dem Rathaus und den Mitgliedern des Gemeinderats die fachlichen Belange einer Gemeinde auf Augenhöhe zu diskutieren.
Ich trete in Urbach als parteiloser und unabhängiger Kandidat an und möchte für mindestens 12 Jahre Ihr Bürgermeister sein. Da ich mich aus eigener Initiative heraus zur Kandidatur in Urbach entschlossen habe, kann ich mit allen Fraktionen des Gemeinderates gleichermaßen gut zusammenarbeiten. Ich möchte mich der Sachpolitik, also der Suche nach der besten Lösung widmen. Für meinen Wahlkampf bekomme ich keinerlei materielle oder personelle Unterstützung von Dritten und ich wurde auch nicht, wie es gerüchteweise zu hören war, von einem Mitglied des Gemeinderats oder einer Fraktion zur Kandidatur in Urbach ermuntert. Die Freude an der Arbeit für ein Gemeinwesen hat mir in meiner Kindheit bereits mein Vater vermittelt, der im Kirchengemeinderat, Gemeinderat im Kreistag aktiv war. Nach 6 Jahren als zweiter Mann im Rathaus Florenz-Halten möchte ich mehr Verantwortung übernehmen und Kompetenz, Erfahrung und Kreativität in das schöne und anspruchsvolle Amt des Bürgermeisters einbringen. Neben meinen fachlichen Qualitäten, über die ich verfüge, ist es mir wichtig, stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürger zu bewahren. Wenn der Bürgermeister das Rathaus gut führt, hat er auch die Zeit und die Freude daran, in der Gemeinde unterwegs zu sein, auf der Straße ansprechbar zu sein und die vielfältigen Vereinsaktivitäten und Feste zu besuchen und diese wertzuschätzen. Urbach ist für mich, und ich denke, in diesem Punkt sind wir uns alle einig, ein attraktiver Ort, der sehr gut dasteht. Hier wurden in der Vergangenheit durch vorausschauendes Handeln gute Perspektiven für zukünftige Entwicklungen geschaffen. Gerade im Bereich der Ortsentwicklung sehe ich große Chancen, die Gemeinde gemeinsam weiterzuentwickeln und die Lebensbedingungen aller Urbacher weiter zu verbessern. Aufgrund meiner ausgeprägten 15-jährigen Berufserfahrung in der Kommunalverwaltung und meinem Fachwissen als Architekt und Stadtplaner kann ich Urbach die nötigen Impulse geben, um auch in Zukunft eine der ersten Adressen im Remstal zu sein. In Urbach habe ich eine lebendige, aktive und engagierte Bürgerschaft kennengelernt. Die große Zahl an Vereinen, Initiativen und Arbeitskreisen, die hier aktiv sind, hat mich beeindruckt. Viele von Ihnen leisten einen immens wichtigen Beitrag für die Lebensqualität und das soziale Miteinander in Urbach. Der Verantwortung, die man als Vorgesetzter einer qualifizierten, motivierten und eingespielten Rathausmannschaft hat, sollte man sich Tag für Tag bewusst sein. Ich begegne meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Respekt und Vertrauen und pflege einen kommunikativen Führungsstil. Motivation und Anerkennung bilden die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. In den aktuell wichtigsten kommunalen Themenfeldern, wie zum Beispiel demografischer Wandel, Bürger- und Jugendbeteiligung, sozialer Wohnungsbau, schnelles Internet, Integration von Flüchtlingen, Remstalgartenschau, Hochwasserschutz oder der Haushaltsplanung bin ich als erster Beigeordneter direkt beteiligt. Die Einarbeitung in die Aufgaben des Rathauschefs würde im Fall meiner Wahl sehr kurz ausfallen. Hier profitiere ich von meiner Erfahrung. Seit vielen Jahren bin ich bei allen Sitzungen des Gemeinderats und der Ausschüsse beteiligt. Viele der Sitzungen habe ich als Vorsitzender selbst geleitet. Ich traue es mir zu, die sich bietenden Chancen zu ergreifen und Urbach gemeinsam mit Ihnen weiterzuentwickeln. Ein offenes, konstruktives und gutes Miteinander zwischen Rathaus und Gemeinderat auf der einen und den Vereinen, Kirchen und der aktiven Bürgerschaft auf der anderen Seite liegt mir dabei besonders am Herzen. Nicht umsonst habe ich meine Kandidatur unter das Motto gemeinsam für Urbach gestellt. Die städtebauliche Entwicklung ist und bleibt ein Dauerbrenner auch in Urbach. Die Weichen für das Wohngebiet Urbacher Mitte 2 sind gestellt, die Arbeiten für die Erschließungsmaßnahmen haben begonnen. Bei der anstehenden Vermarktung der Grundstücke wird darauf zu achten sein, dass die Aspekte des sozialen Wohnungsbaus ausreichend und sinnvoll umgesetzt werden. Auch die Urbacher, die sich die aktuellen Mieten nicht mehr leisten können, sollen hier zeitgemäßen Wohnraum finden. Bei der Vergabe der Einfamilienhausbauplätze sollen die Urbacher Familien, die bereits am Ort wohnen, bevorzugt werden. Hierbei profitieren alle von dem Umstand, dass sich die Bauplätze überwiegend im Eigentum der Gemeinde befinden. Die bauliche Entwicklung um den Marktplatz herum und vor dem Rathaus darf nicht ins Stocken geraten. Die Ansiedlung eines Drogeriemarktes und weiterer Einkaufsmöglichkeiten
muss durch die Verwaltung aktiv begleitet werden. Genauso wie die Sicherung der Grundversorgung in Oberurbach. Wir müssen dringend Gespräche mit Einzelhändlern und den Ladenbesitzern geführt werden, um eine Perspektive für die Zukunft zu entwickeln. Je mehr Zeit vergeht, desto schwerer wird es, die Kunden zurückzugewinnen. Das Gewerbegebiet Schreien, das bereits seit 2012 in Planung ist, sollte konsequent weiterentwickelt werden, damit ortsansässigen Betrieben die Möglichkeit der weiteren Entwicklung geboten werden kann und besonders gut florierende Betriebe nicht aus Mangel an Flächen abwandern müssen. Die Verlängerung der Steinbeißstraße ist bereits beschlossen. Der Bauauftrag wird in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen vergeben werden. Es ist zu begrüßen, dass mit der Straßenbaumaßnahme auch eine Aufwertung des Bahnhofsumfeldes erfolgen wird und neben der Auerbachhalle ein Festplatz entstehen soll. Eine sehr engagierte Mutter hat mich allerdings gebeten, darauf zu achten, dass die Gemeinde zukünftig eine ausreichende Zahl an Fahrradboxen anbieten wird. Dafür werde ich mich gerne einsetzen. Was jedoch für alle zukünftigen Entwicklungsmaßnahmen gleichermaßen gilt, das ist das Motto: Innenentwicklung geht vor Außenentwicklung. Da in Urbach eine erhebliche Zahl an leerstehenden Gebäuden einer wachsenden Zahl an Wohnungssuchenden gegenübersteht, möchte ich als Sofortmaßnahme ein sogenanntes Leerstandskataster erarbeiten. Dies ist ein städtebauliches Instrument, mit dem man Eigentümer dabei unterstützt, auf ihrem Grundstück wieder zeitgemäßen Wohnraum anzubieten oder das Grundstück an einen Baufälligen zu veräußern. Auch wenn die baulichen Themen in der öffentlichen Diskussion einen breiten Raum einnehmen, so sind es doch die vielen Menschen, die sich in Vereinen, Kirchen, bei der Feuerwehr, dem DRK, als Elternbeirat oder in der Kommunalpolitik engagieren, der wahre Schatz einer Gemeinde. Diese Vielfalt und diese Power des bürgerschaftlichen Engagements ist es, was Urbach so attraktiv macht. Ich sehe es als meine Hauptaufgabe an, dieses Engagement zu erhalten und zu unterstützen, zu fördern und weiterzuentwickeln. Ich sehe die Notwendigkeit, die Vereine bei der Suche nach geeigneten und qualifizierten Übungsleitern, Jugendleitern und Musiklehrern zu unterstützen. Im Gegenzug könnte ich mir eine Beteiligung der Vereine am Angebot der Ganztagesschulen vorstellen. Wie Sie wissen, hat die GroKo in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, das Angebot eines Ganztagesbetriebs an Grundschulen ab 2025 verpflichtend einzuführen. Bei all den Themen, die ich in den nächsten Jahren gerne angehen möchte, ist mir eine breit angelegte Bürger- und Jugendbeteiligung sehr wichtig. Ich möchte in Urbach eine Kultur des Gehörtwerdens etablieren. Das heißt, der Bürgerschaft soll die Möglichkeit gegeben werden, sich über alle Themen zu informieren und sich zu allen Themen zu äußern. Somit wäre die Bürgerschaft ein Teil des Meinungsbildungsprozesses, der jeder Entscheidung des Gemeinderates beispielsweise vorangehen muss. Bei der Jugendbeteiligung müssen sicherlich andere und neue Wege beschritten werden, damit diese Gruppe sich auch angesprochen fühlt. Hierzu habe ich bereits ein längeres Gespräch mit dem Leiter des Jugendhauses geführt. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam für die angesprochene Zielgruppe, jeweils projektabhängig, ein passendes Angebot ausarbeiten können. In den letzten Jahren fanden umfangreiche Entwicklungen in der Kinderbetreuung in Schulen statt. Urbach hat hierauf mit einem breiten Angebot an Betreuungsformen und Betreuungszeiten sehr gut reagiert. Ich verspreche Ihnen, auf weitere Veränderungen, die in diesem Bereich sicherlich kommen werden, bedarfsgerecht für Kinder, Eltern, Erzieherinnen und Erzieher zu reagieren. Mit dem gleichen Einsatz, mit dem wir uns um die Jüngsten in unserer Gemeinde kümmern, sollten wir uns auch um die ältere Generation annehmen. Durch den unaufhaltsamen demografischen Wandel wird in den nächsten Jahren ca. ein Drittel unserer Einwohner dieser Altersgruppe angehören. Den Ausbau und die enge Verzahnung von kommunaler, kirchlicher und ehrenamtlicher Seniorenarbeit möchte ich gerne nach Kräften fördern. Damit sich Menschen mit Mobilitätseinschränkungen so sicher wie möglich in Urbach bewegen können, soll das Thema Barrierefreiheit zukünftig bei allen Baumaßnahmen berücksichtigt werden. Die Wirtschaftsförderung gehört zu den zentralen Aufgaben des Bürgermeisters. Immerhin bringen die Firmen Arbeits- und Ausbildungsplätze in den Ort
und tragen mit der Gewerbesteuer maßgeblich zur Finanzierung des Gemeindehaushaltes bei. Als Bürgermeister werde ich im ständigen Dialog mit den Gewerbetreibenden stehen, um sich abzeichnende Probleme rechtzeitig zu erkennen. Um den Dialog zwischen Verwaltung, Gemeinderat und Gewerbetreibenden lebendig zu halten, werde ich dem Gemeinderat vorschlagen, Betriebsbesichtigungen regelmäßig im Jahr durchzuführen, bei denen sich dann die Betriebe dem Gemeinderat vorstellen können und ihre Sorgen und Nöte direkt an den Mann bringen können. Ein Hauptanliegen der Betriebe und natürlich auch vieler Privatpersonen ist die Anbindung an das schnelle Internet. Die Gemeinden selbst können den flächendeckenden Glasfaserausbau nicht bewältigen. Wir laufen mit der Backbone-Planung auf Kreisebene und den Masterplänen auf kommunaler Ebene die Aktivitäten derzeit eher im Hintergrund. Ich bin jedoch optimistisch, dass sich auf diesem Gebiet in absehbarer Zeit, unter Umständen noch in diesem Jahr, eine Lösung abzeichnen wird. Unabhängig vom Bürgerentscheid, der am 22.04. zeitgleich mit der Bürgermeisterwahl abgehalten wird, dürfen wir alle im Hinblick auf die interkommunale Remstal-Gartenschau Vorfreude empfinden. Gerade in Urbach sehe ich die Planungen sehr positiv und nicht auf das Gartenschaujahr ausgerichtet. Mit Waldspiel und Grillplatz, Walderlebnispfad und Naturspielbereich und Mountainbike Flow Trail sind schöne familiengerechte Projekte entstanden, die langfristig angelegt sind und für den Urbach auch in den kommenden Jahren profitieren wird. Vielmehr noch eine Minute. Ganz schnell. Das Waldhaus als Ort, in dem ein Wald- und umweltpädagogisches Programm für die Urbacher Bevölkerung und Besucher von außerhalb ermöglicht wird, würde gut in das Gesamtkonzept passen. Ich kann alle Argumente pro und contra nachvollziehen und respektieren. Aber Ihre Entscheidung am 22.04. betrachte ich als bindend. Von den Bewerbern für das Amt des Bürgermeisters sollten Sie erwarten, dass diese sich eine Meinung zum Waldhaus bilden und zu dieser auch in der Öffentlichkeit stehen. Ich persönlich empfinde trotz nachvollziehbarer Gegenargumente große Sympathie für das Waldhaus und würde mich freuen, dieses Projekt mit Ihnen gemeinsam umsetzen zu dürfen. Nachdem Sie nun vieles über mich und meine Pläne und Schwerpunkte gehört haben, ist es nun an Ihnen, richtungsweisende Entscheidungen für Urbach zu treffen. Ich verspreche Ihnen, mich hochmotiviert mit ganzer Kraft und vollem Engagement für das Wohl Urbachs und seinen Bürgerinnen und Bürgern einzubringen. Ich würde mich freuen, mit Ihnen gemeinsam für Urbach die Zukunft gestalten zu dürfen. Bitte schenken Sie mir Ihr Vertrauen und am 22.04. auch Ihre Stimme. Sollten Sie noch Zweifel haben, dann halten Sie es einfach wie Manfred Rommel, der legendäre Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart. Schauen Sie sich die Kandidaten gut an. Und wenn Ihnen keiner so recht gefällt, dann wählen Sie mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe eine Frage an Sie. Bürgermeister, Meister der Bürger, heißt auch für mich, für alle Menschen präsent zu sein. Also auch im Ort gefühlt als Bürgermeister vor Ort zu sein. Und wenn wir zur Rolle kamen, haben Sie nicht vor, nach Urbach zu ziehen. Für mich lässt sich eine Gemeinde nicht nur verwalten, sondern ein Bürgermeister muss vor Ort gefühlt präsent sein, als Person. Wie ist Ihre Stellung dazu? Ich gebe Ihnen vollkommen recht, von vorne bis hinten. Der Bürgermeister muss gefühlt präsent sein. Nicht nur gefühlt, er muss sichtbar und greifbar sein. Aber diese Präsenz hängt nicht vom Wohnort ab. Ich lebe 17 Kilometer oder 20 Minuten entfernt von Urbach. Mir ist es auch in meiner momentanen Tätigkeit nicht fremd, abends oder Wochenende mich in meiner Gemeinde zu bewegen, in der ich arbeite oder in Zukunft eventuell Bürgermeister sein werde. Ich bin nah dran an den Menschen. Das ist eine Frage der Persönlichkeit, nicht des Wohnortes. Vielen Dank. Wer hat eine weitere Frage? Herr Schiedmann, ich habe Ihnen die Frage vorher schon zukommen lassen. Mein Name ist Thomas Achmann. Ich bin Vorsitzender des Sportclubs Urbachs.
und ich möchte Ihnen die gleiche Frage stellen wie vorher der Frau Fährlin. Wie können Sie den SC Urbach e.V., der mindestens rund 1500 Mitglieder der größte Verein ist der Gemeinde, bei größeren Infrastrukturprojekten unterstützen? Ne? Zum Beispiel nach Wegfall vom Eschbach-Sportgelände mit einem weiteren Trainingsplatz gegenüber der Wittumhalle. Wer muss zum Beispiel Projektträger bzw. Eigentümer einer solchen Anlage sein? Die Gemeinde oder der Verein? Also konkret, baut Ihrer Ansicht nach die Gemeinde und der Verein beteiligt sich im Rahmen seiner Möglichkeiten an den Kosten oder muss der Verein mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde so ein Projekt selbst realisieren? Wie sind da Ihre generellen Ansichten? Bitte bedenken Sie, dass der SC Urbach als Mehrspartenverein eine große Breitensportaufgabe für alle Bevölkerungsschichten hat und Mitgliedsbeiträge aufgrund großer finanzieller Anstrengungen nicht beliebig steigen können. Vielen Dank. Ja, danke schön für die Frage. Wie gesagt, Sie haben es mir im Vorfeld schon schriftlich überreicht, die Frage. Natürlich eine Frage, die sich ohne so eine richtige Vorbereitung in einer Minute nicht beantworten lässt, aber ich würde Ihnen gerne erklären, wie ich mit der Frage umgehen würde. Zunächst würde ich die Förderkulisse überprüfen. Für solche Projekte gibt es regelmäßig auch Fördergelder, entweder vom WLSB, also dem Württembergischen Landessportbund, oder, wenn auch ein starker schulischer Anteil mit drin ist, auch vom Innenministerium. In einem Fall müsste der Verein die Bauherrschaft übernehmen, um die Fördergelder zu bekommen. Im anderen Fall, wenn es über das Innenministerium gefördert wird, müsste die Kommune die Bauherrschaft übernehmen. Also die Bauherrschaft ist abhängig von der Förderkulisse. Dann im Zusammenspiel, wer welchen Kostenanteil oder so trägt, müsste natürlich die Finanzsituation auch des Vereins auf den Tisch kommen, um abschätzen zu können, wie hoch ist denn da eigentlich die mögliche Belastbarkeit für den Verein. Ich würde mich als Kommune nicht weigern zu sagen, oder grundsätzlich weigern zu sagen, wir übernehmen auf gar keinen Fall die Bauherrschaft für ein solches Projekt. Dazu ist es zu wichtig. Wir wurden bei meinen Besuchen oben am Sportplatz beim Fußballspielen der zweiten Mannschaft und der Frauenmannschaft jetzt schon mehrmals die Situation geschildert, dass im Winter die Trainingskapazitäten der bestehenden Hallen bei weitem nicht mehr ausreichen und es dringend notwendig wäre, dass man auch für den Winterbetrieb, für die Fußballer und Leichtathleten eventuell sowas wie eine Kalthalle oder ähnliches bereitstellen sollte. Die Notwendigkeit ist mir durchaus klar, wie man am besten damit umgeht. Das ist sicherlich eine Sache der Diskussion. Ich habe es in meinem momentanen Arbeitsplatz, gerade im letzten Jahr, mit dem Sportverein ausgehandelt. Da geht es um die Erneuerung eines Kunstrasenspielfeldes. Ja, ich komme zum Schluss. Dort hat man sich auf ein Pachtmodell geeinigt, wenn der Verein das Geld nicht auf einmal aufbringen kann. Die zahlen jetzt eben über 15 Jahre jedes Jahr eine gewisse Pacht und die Kommune übernimmt die Bauherrschaft und die Vorfinanzierung. Und ansonsten hat man sich auf den Kostenschlüssel geeinigt. Solche Dinge, die bespricht man am besten am runden Tisch. Alle Karten müssen auf den Tisch und dann arbeiten wir einen Vorschlag aus, der dem Gemeinderat vorgelegt wird und dann kann eine Entscheidung getroffen werden. Aber dass wir da gemeinsam eine Lösung finden, da bin ich überzeugt. Jetzt schon das Mikrofon in der Hand. Also viele Bürger sind ja der Meinung, dass beim mein Name ist Jürgen Schlurz. Die Frage kommt praktisch aus dem Posten eines Naturschutzwartes. Also das auch sehen. Und zwar ist das so, dass viele Bürger meinen, mit dem Waldhaus wird in einen sensiblen Bereich eingegriffen. Sie sind ja vom Fach, kennen Sie im Naturschutzrecht aus, auch im Baurecht. Was bedeutet das für Sie? Was sind das für Eingriffe? Da gibt es ja die Eingriffsregelung, das heißt Boden, Wasser, Luft, Tiere, Landschaft und so weiter. Wie ist Ihre Stellung dazu? Ja, da führen Sie mich mal jetzt auf einen weichen Waldboden mit Ihrer Frage. So wie ich es bis jetzt beurteilt habe, soll der Standort wirklich außerhalb aller Schutzgebiete, aller ausgewiesenen Schutzgebiete liegen, was für mich zunächst erstmal sehr positiv ist. Das macht es in der Genehmigung wesentlich einfacher und das macht es in der Eingriffsausgleichsbilanz wesentlich einfacher. Das ist sehr positiv. Für die Baumaßnahme selber muss man untersuchen, ob da noch Eingriffe notwendig sind. Ich
glaube, eine geringe Zahl an Bäumen, so um die 8 bis 10 Bäume müssen gefällt werden. Das ist natürlich ein normaler Vorgang in dem Wald. Man, jedes Jahr werden dem Wald eine wesentlich größere Zahl an Bäumen entnommen, als jetzt für dieses Waldhaus unmittelbar erforderlich ist. Also so wie ich den Plan bis jetzt prüfen konnte, so wie die Schutzgebiete eingezeichnet waren, halte ich die Standortwahl für sehr gut. Ich schaue nicht nur allzu weit vom Parkplatz entfernt und von dem her durchaus machbar aus meiner Sicht. Weitere Fragen? Mein Name ist Pia Kosshöger und die Frau Fährle wurde eben gefragt, was ihr Mann beruflich macht. Fairness halber, was macht ihre Frau beruflich? Also meine Frau unterstützt mich gerade wahnsinnig in meinem Wahlkampf. Sie steht voll dahinter und hält mir den Rücken frei. Ohne sie wäre mein Engagement hier gar nicht möglich gewesen. Beruflich ist meine Frau Zahntechnikerin. Sie arbeitet in Teilzeit und hat jetzt aber ihre Freizeit geopfert, um mich im Wahlkampf zu unterstützen. Vielen Dank, jetzt geht es in den Hinterreihe, wenn die Frage. Ja, guten Abend. Mein Name ist Markus Langer. Ich wollte mal fragen, Sie haben gesagt, Sie sind 54. Das heißt, Ihre gegebenenfalls erste Amtsperiode beendet Sie mit 62. Würden Sie dann nochmal antreten oder fangen wir dann wieder an? Oder wie hätten Sie da, was ist da Ihr Plan? Also ich habe vorhin in meiner Bewerbungsrede gesagt, ich trete hier an, mindestens 12 Jahre Bürgermeister zu sein. Das heißt, nach 8 Jahren würde ich nochmals antreten, würde Ihnen dann allerdings nicht das Versprechen für weitere 8 Jahre geben, sondern nur für mindestens 4. Weil dann bin ich 66 und ich kann heute noch nicht abschätzen, wie es mir bis dahin gesundheitlich geht, wie mit 66 eventuell meine Motivation aussieht. Deswegen habe ich gesagt, mindestens 12 Jahre ist mein Ziel hier im Oberland. Gibt es weitere Fragen? Wo? Rechts? Ja. Ja, mein Name ist Peter Braun, ich hätte eine Frage an Sie. Und zwar, Sie sind ja langjähriger zweiter Stellvertreter oder stellvertretender Bürgermeister in Remshalden. Und bekanntermaßen ist ja in Remshalden demnächst auch eine Wahl. Und da haben Sie sich meines Wissens ja nicht beworben. Und stelle ich mich einfach die Frage, warum ausgerechnet Urbach und nicht in Ihrer beruflichen Heimat Remshalden? Ja, vielen Dank. Die Frage haben sich schon viele gestellt. Es ist so, ich habe mich nicht gegen Remshalden entschieden, ich habe mich für Urbach entschieden. Und ich denke, wenn an einem Ort ein Bürgermeisterwechsel stattfindet, dann tut es dem Ort sehr, sehr gut, wenn eine neue Person von außen kommt, wenn sie neue Ideen mitbringt, wenn die Leute ein neues Gesicht sehen. Und man tut sich im eigenen Ort oftmals sehr schwer, aus der eigenen Suppe herauszuschöpfen, davon halte ich in solchen Fragen gar nichts, sondern beim Bürgermeisterwechsel sollte man die Gelegenheit nutzen und auch wirklich neue Impulse ins Rathaus hereinholen. Wenn Sie schon irgendwo 6 Jahre tätig sind, können Sie das eigentlich nicht mehr glaubhaft vermitteln. Jetzt mal eine weitere Frage. Kennenlernen, auch die Frau Fährling konnte ich dort schon kennenlernen. Und ich habe eine Frage an Sie, die Frau Fährling dort beantwortet hat. Ich kam nicht mehr dazu, die Frage an Sie zu stellen. Frau Fährling hat so ein bisschen darüber geredet, dass sie wertekonservativ eingestellt ist und auch ein Problem ein bisschen hat mit alternativen Lebensformen, die es auch vor Ort in Urbach gibt. Da würde mich einfach interessieren, wie Ihre Haltung ist zu einfach alternativen Lebensformen, wie Menschen zusammenleben können oder nicht. Also ich habe vorher schon erläutert, ich bin parteilos und unabhängig. Ich lebe selber in einer bewährten Lebensform, das ist die Ehe mit 2 Kindern. Ich habe keinerlei Schwierigkeiten damit, wenn andere Menschen andere Lebensformen wählen. Ich habe selber als Student jahrelang in Wohngemeinschaften gelebt.
in verschiedensten Konstellationen mit anderen Menschen zusammengelebt. Ich habe keinerlei Problem damit, wenn andere Menschen eine andere Lebensform wählen möchten. Darauf kommt es für mich nicht an. Der Mensch steht im Mittelpunkt und nicht das, was er, die Lebensform, die er für sich wählt. Vielen Dank. Weitere Fragen? Gibt es noch eine weitere Frage, die wir melden? Jawohl. Ja, mein Name ist Martin Schuler. Wie wir gehört haben, sind Sie ja sehr stark verwurzelt in Ihrer Heimatgemeinde in Stetten. Wenn Sie dort als Bürgermeister gewählt werden in Urbach, wie wollen Sie die Bürgernähe auf kommunaler Ebene und auch auf Vereinsebene sicherstellen, wenn Sie nicht in Urbach wohnen werden? Ja, die Frage schließt an die erste Frage von vorher an. Ich glaube nicht, dass die Bürgernähe eine Frage des Wohnortes ist, solange sich das innerhalb von 20 Minuten Umkreis um Urbach herum abspielt. Die Bürgernähe, die prägt den Bürgermeister im Herzen. Und ich habe gesagt, wenn er im Rathaus gut klarkommt oder mit dem Gemeinderat klarkommt, dann hat er auch Spaß und Freude daran, am Vereinsleben, ob es abends ist oder am Wochenende, teilzunehmen. Dann wird er hierher kommen und gerne gesehener Gast bei allen Veranstaltungen sein. Und so schätze ich mich selber ein und das ist das, was ich Ihnen gerne anbieten möchte. Und da kommt es auf die 20 Minuten Fahrzeit, weil dann bin ich dran. Gibt es weitere Fragen? Dahinter, ja. Ja, hallo, mein Name ist Tanja Beuchle. Ich möchte jetzt auf die Frage von vorher zurückgreifen, was Sie gesagt haben, nach 6 Jahren müsste frischer Wind ins Rathaus. Sie wollen ja eigentlich 12 Jahre bei uns im Rathaus bleiben. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Da haben Sie mich aber falsch verstanden bei dem, was ich vorher gesagt habe. Ich habe gesagt, wenn in einer Kommune ein Bürgermeisterwechsel ansteht, dann kann man das immer sehr gut damit verbinden, frischen Wind ins Rathaus zu bringen. Da der Bürgermeisterwechsel jetzt nach 4, 6, 8 oder 12 Jahren ansteht, spielt jetzt dabei mal keine Rolle. Ich wurde ja gefragt, warum ich nicht in Remshalden antrete. Das ist der Grund, beim Bürgermeisterwechsel ein neues Gesicht, egal nach wie langer Zeit. Vielen Dank. Weitere Fragen? Also ich heiße immer noch Herrn Schulz. Sie haben vorher deutlich erwähnt, dass Sie im Streuobst diesen Bereich tätig sind. Stimmt ja? Das stimmt, ja. Jetzt hier eine Frage, oder vielmehr, das ist ja auch eine Förderung der AGU zum Teil. Wie sehen Sie eine weitere Förderung der Streuobstwiesen? Wir haben in Urbach 350 Hektar davon. Was können Sie sich vorstellen, hier noch zusätzlich zu fördern? Ja, das ist wahrscheinlich schon die Frage. Welche Förderung könnten Sie sich vorstellen? Ja, also mir geht es selber so. Ich habe jetzt 3 Streuobstwiesen von meinem Vater übernehmen dürfen vor ein paar Jahren. Und er hat eine sehr traditionelle Pflege der Wiesen vorgenommen. Er ist mit dem Rasenmäher 5-mal im Jahr drüber gefahren. Und hat alles, was dort gewachsen ist, kurz und klein gehäckselt. Also sprich, der Artenreichtum auf den Wiesen, der strebt gegen Null. Und es ist aber natürlich mit sehr einfachem Gerät zu bewältigen, diese Art der Pflege. Wenn es daran fehlt, dass die Menschen sagen, sie hätten gerne, sie bräuchten eigentlich besseres Gerät, zum Beispiel Balkenmäher oder ähnliches, um ihre Fliesen vernünftig zu pflegen, nämlich einmal Anfang Juni zu wählen und einmal im Herbst nochmal zu wählen, um so wieder den Artenreichtum auf den Wiesen zu fördern, dann wäre ich sehr gerne bereit, hierbei zu unterstützen. Ich könnte mir jetzt mal als grobes Konstrukt, ohne dass es abgestimmt ist, vorstellen, den Obst- und Gartenbauverein übernimmt das Verleihen und das Vermieten des Gerätes. Die Kommune gibt dann, schafft es an. Die Kommune guckt dafür, dass es auch gewartet und gepflegt wird. Und so könnte ich mir da eine sehr gute Zusammenarbeit vorstellen. Aber wie gesagt, es ist nicht abgestimmt. Ich habe mich auch zu dem Thema mit dem Obst- und Gartenbauverein noch nicht unterhalten. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie ich mir vorstellen könnte, dass wir den Artenreichtum auf unseren Wiesen wieder fördert. Kann man auch
etwa ein, zwei Minuten. Jetzt bitte ich nochmal um Fragen, die vielleicht wirklich auch von Interesse sind, oder wo es der Kandidat ist. Ja, von der Kandidat ist die nächste Frage leider schwierig zu beantworten, weil ich das ja nur mache. Ja, was ist so eine andere Frage, wo jetzt jeder Kandidat eigentlich wissen müsste, wer noch mit der Rennung machen darf? Weil du wissen natürlich, wenn ich nicht mache, dann ist es technisch. Waldpädagogin und ein Thema, das hier ja uns alle jetzt gerade am Herzen liegt, ist das Waldhaus und das ist auch ein Thema, das mir sehr persönlich sehr am Herzen liegt. Meine Frage, wenn jetzt angenommen die Urbacher für das Waldhaus stimmen und die Gartenschau vorbei ist, wie könnten Sie sich eine Nachnutzung vorstellen? Haben Sie persönliche Ideen und sind Sie bereit, dafür Gelder auch auszugeben für eine sinnvolle Nutzung des Waldhauses auf lange Sicht? Also die Frage, ob ich bereit bin, Geld auszugeben, werde ich heute Abend nicht beantworten. Es handelt sich nicht um mein eigenes Geld und hier jetzt finanzielle Verpflichtungen einzugehen, das ist jetzt wirklich der falsche Rahmen. Ich könnte mir das ganz gut vorstellen, wenn man einen Stamm von Waldpädagogen hat, die auch so ein Gebäude brauchen, um ihr Angebot anzubringen und tatsächlich dann in diesem Bereich tätig zu sein, dass man sich mit denen zusammentut. Dass hier eine personelle Unterstützung, was die Buchung und so weiter dieses Waldhauses angeht, auch von der Gemeinde aus erforderlich sein wird, das ist für mich eigentlich klar. Es gibt aber auch die Ansätze zu sagen, wir tun uns mit einem vielleicht bestehenden Waldhaus oder mit dem Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald zusammen, mit irgendeiner größeren Organisation und stellen unser Waldhaus in das Angebot dieser größeren Organisation mit ein. Also ich denke, da gibt es sicher viele verschiedene Ansätze, wie man das weiterhin am Leben halten kann, das Waldhaus. Und da sind auch momentan Leute, meiner Ansicht nach, dabei, sich darüber Gedanken zu machen, die es verdient hätten, dass man ihnen ein Stück weit Vertrauen entgegenbringt. Und ja, der Ansatz ist auf jeden Fall meiner Ansicht nach gut. Weitere Fragen? Sind wir eigentlich noch, ist schon fast rum, aber eine Frage lasse ich nicht zu, wenn wir dringende Frage so genau technisch ist, die ich noch nicht beobachten. Wenn es nur eine Frage gibt, das mache ich bei jedem Kandidaten, wenn da niemand ganz gut bremst. Aber jetzt sieht es aus, als alle Fragen im Endeffekt sind, oder? Ja, Entschuldigung, auch Rubel. Mein Name ist Manfred Bobel-Anhelm, ich bin praktisch Mitgestalter von der AG Urbach, Alternative Gartenschau. Und Sie sagen, Herr Schindmann, gemeinsam für Urbach. Wie sehen Sie das? Am 19. findet hier in der Halle eine Veranstaltung statt von der Gemeinde Urbach und Befürworter. Und die AGU ist außen vor, kommt nicht zum Zug. Ist das für Sie ein Problem oder finden Sie das okay? Vielen Dank. Also die AGU wäre ja sicherlich auch schlagkräftig genug, selbst eine Veranstaltung. Deshalb sehe ich eigentlich nichts Verwerfliches daran, dass die Gemeinde eine Informationsveranstaltung abhält in der Auerbachhalle. Ich weiß nicht, in welcher Form Sie sich angeboten haben, sich an der Veranstaltung zu beteiligen. Da käme es jetzt für mich so ein bisschen drauf an. Aber ich sehe jetzt momentan eigentlich das, was Sie jetzt vielleicht so erwartet hätten, so richtig was Verwerfliches kann ich jetzt momentan nicht erkennen. Keine weiteren Fragen mehr? Sonst bitte laut schreien, dass ich es höre. Ich sehe das gut. Und den Weg nicht mehr an. Also, keine weiteren Fragen. Vielen Dank, Herr Schindmann.
Ich habe jetzt keine Karte. Sie können beginnen und sollten auch beginnen jetzt. Also in Welzheim war es so, dass mit dem ersten Wort die Zeit gelaufen ist. Und dann habe ich die Halle erstmal zur Ruhe kommen lassen. Ja, hallo Nachbargemeinde. Hallo liebe Obacher. Die letzte zwei Kandidaturen, die ich gemacht habe, das war eigentlich für mich ganz locker. Und ich bin immer richtig aufgeregt. Ja, da wundert euch, aber ich mich auch. Zuerst möchte ich mich mal bei ca. 25 Leute entschuldigen. Da habe ich immer eine Zahl im Foyer gerufen, bei denen Leute, die nicht in der Lage waren, mir bei der Begrüßung die Hand zu geben. Ich weiß nicht, ich kenne euch nicht, was ich euch gemacht habe, dass ihr mir nicht die Hand reichen konntet. Und ob das jetzt durch mich selber war oder was die Medien von mir geschrieben haben, nochmal Entschuldigung, dass es so eine Situation geben musste, dass ihr mir nicht die Hand geben konntet. Aber es waren ja nur von, ich glaube, 600, 700 Leute in der Halle sind 25, das kann ich auch noch verkraften. Bürgermeister von Urbach zu sein oder generell Bürgermeister zu sein, ist für mich kein Job, sondern wenn dann eine Ehre. Ich habe mich mit Urbach sehr auseinandergesetzt. Die Mutter meiner Kinder und meine drei Töchter lebt in Urbach. Und von meinem Balkon aus sehe ich nach Urbach gut rüber. Also mir liegt Urbach mehr zu Füßen wie Blüderhausen. Ich bin selber 80% Urbach und nur 20% Blüderhausen. Und ich bin Urbach sehr freundlich gesonnen und bin da nicht als Einwohner oder als Unternehmer im Kampf gewesen wie in Blüderhausen. Da war das Ganze doch ein bisschen viel persönlicher. Ja, um die Sache auch noch mehr zu entlasten, also obwohl ich für mich natürlich auf jeden Fall für euch der beste Bürgermeister wäre, sehe ich in diesem Fall für Urbach, je nachdem wie der Bürgermeisterentscheid ausgeht, nicht der Bürgermeister, oder der Bürgerentscheid ausgeht, das ist eigentlich das Wesentliche für uns hier in Urbach. Und ich auch das Thema, was uns leider am meisten bewegt. Bitte seht mich hier mal als Nachbar und als Freund für diese Zeit. Und ich habe leider festgestellt, dass Urbach ziemlich gebeutelt ist. Urbach ist extrem zerrissen. In Urbach gibt es Urbacher und Urbecher. Das musste ich und durfte ich erst mal lernen. Das sollte da aufhören. Das sollte für Urbach so schnell wie möglich diese Getrenntheit auflösen, dass die Gemeinde wieder zu einer Einheit wird. Es ist auch egal, finde ich, ob du aus Ober-Urbach oder aus Unter-Urbach kommst. Das heißt Urbach, und ich begrüße hier nicht Ober- und Unter-Urbach,
einfach urbar. Und das ist wichtig. Und das sollte doch irgendwelche Eitelkeiten lassen. Urbach ist eine schwierige Situation. Und der, wo Bürgermeister von Urbach wird, der hat eine schwere Herausforderung. Und deswegen seid gut zu dem Bürgermeister. Bürgermeister ist, glaube ich, ein relativ undankbarer Job und ein Knochenjob. Aber ich habe schon viele solche Jobs gemacht. Ich habe auch einer der härtesten Berufe, die man sich vorstellen kann, man lernt in der Gießerei als Handformer. Aber hier in Urbach, Urbach braucht Heilung. Ja. Urbach braucht Frieden. Das ist das, was ich sehr habe. Als ich auf dem Rathaus war, und ich habe das immer wieder erlebt, die Leute sind verunsichert und verängstigt, und wenn dann meine Person auftaucht, wird das Ganze noch schlimmer. Ich habe ganz überraschend auch die Rathaus-Gegenbewegung in Blüderhausen besucht, weil die in Urbach nicht mal ein Nebenzimmer kriegt. Ne? So viel zur Freiheit in der Demokratie hier. Und die waren total erschrocken, dass ich da aufgetaucht bin, und waren auch froh, wo ich wieder weg war. Wisst ihr warum? Weil die Angst haben, dass ich ihnen Stimme koste. Ne? Und deswegen bin ich auch gegangen, und deswegen werdet ihr auch von mir Meinung zum Rathaus kriegen. Ich finde es schade, dass überhaupt das Thema Landesgartenschau, das Thema Waldhaus und das Thema Bürgerentscheid im Wesentlichen ist. Dazu bin ich schon einmal im Schloss durch die Hölle gegangen, heute das zweite Mal, also es gab noch eine inoffizielle Veranstaltung von der Gemeinde, und da war dann sozusagen die Crème de la Crème. Laut unserem Herrn Landrat, das war, sollte eigentlich eine Aussprache in einem vertrauten Kreis sein. Ne? Und so schlecht, wie ich dort vom Herrn Pfarrer Dieterle behandelt wurde, ich hatte danach wirklich seitdem einen Tinnitus im Ohr, weil ja, der hat mir mit so einem grünen Frosch ins Ohr gehupt, damit ich aufhöre mit Reden. Ne? Ich guck ja nicht, was er das mit dieser Bimmel da genau macht. Also ich habe selber so einen gewaltbereiten rhetorischen Pfarrer erlebt. Und der sollte sich doch besser aus der Politik raushalten und wieder um die Seelsorge kümmern. Und ich würde dem Herrn Dieterle dringend mal NLP-Therapie empfehlen. NLP heißt neurolinguistische Programmierung. Und deswegen würde ich auch für die Heilung verurbacht. Hetzinger hat sicherlich viel verurbacht gemacht, tritt jetzt zurück, da ist das Thema erledigt, zum Thema Machtmissbrauch. Aber die Unterwanderung des Machtmissbrauchs, die ich von der Frau Jud erlebt habe, die sollte ihr euch auch mal angucken, und da sehe ich die Frau Fährlin als vielleicht die Person, die der Frau Jud mal die Stirn bieten kann. Ne? Und ich finde, eine Gemeinde, das war ja intelligent, also so eine Gemeinde steht auf zwei Säulen, einmal der Bürgermeister mit dem Rathaus und eben einmal der Gemeinderat. Und wenn ich sehe, dass wir Kandidaten, wo er gerade mal vor 8 Jahren entscheidet, nicht genügend Zeit bekommen, sondern unter Zeitdruck, dass man uns nur 15 Minuten schenkt. Ne? Und der Gemeinderat viel zu viel Einfluss hat auf dieses Format, was ihr vorher applaudiert habt, weil er nicht wirklich versteht, was eigentlich passiert. Aber ich verstehe das und studiere das. Ja? Ihr lacht, aber es ist ernst, ihr werdet es auch sehen, dass es stimmt, was ich sage. Und ihr solltet das nicht belächeln. Es wäre viel wichtiger, dass man den Neukandidaten wie der Frau Fährlin oder mir viel mehr Raum gibt, weil wir ja keinen Vorsprung haben. Zum Beispiel der Herr Schiemann, der weiß genau bereit Bescheid über die Landesgartenschau,
weil er das Thema schon in Remshalden drauf hat. Aber den neuen Kandidaten müsste man meiner Ansicht nach viel mehr Möglichkeiten geben, damit ihr richtig entscheidet. Und das nehme ich eben der Gemeinde ab. Ich lade alle Fernsehsender, alle Zeitungsverlage, alle Pro und Contra für Waldhaus oder nicht ein, am 20. zu mir hierher in die Halle zu kommen für eine Aussprache, wo ihr auch nochmal mich kennenlernt, wo wir uns nochmal Zeit nehmen, wenn ihr auch zum Zeitungsverlag kommt. Ich sage euch, das ist nur eine Schauveranstaltung, das ist Theater, wo danach eben ein Redakteur darüber berichtet und denkt nicht, dass es wirklich zwei Wahlveranstaltungen sind. Das ist eine der größten Täuschungen, die man sich vorstellen kann, dass man eigentlich denkt, das sind zwei Wahlveranstaltungen, wo sich schon etabliert hat, dass der Schondorfer Zeitungsverlag oder der Weiblinger Zeitungsverlag die Sache begleitet, wobei klar zu erkennen ist, wie einseitig der Zeitungsverlag hier die Bürgermeisterwahlen beeinflusst und kandidiert. Wir haben leider im Remstal keine zweite gleichwertige Medienmacht und der Einzige, der ein bisschen was tut und mitstreamt, den will man eigentlich auch nicht haben, das ist den Bierdier aus Blüderhausen. Ne? Als der Herr Pöschko damals, als ich als Bürger am Boden war, hier in der Staufenhalle, da wurden die Demokratie mit Füßen getreten und 700 Bekloppte haben das noch applaudiert und der Herr Kelemen ist dann auf dieser Applauswelle noch nach vorne gelaufen. Also lasst euch nicht einseifeln, so wie auch damals der Schäuble gesagt hat, ja, wenn man schon diese Geräte stehen, die da an der Autobahn abzockelt, ne, warum soll man dann auch nicht Terroristen mitverfolgen können und was Gutes tun. Ne? So kann ich natürlich ganz geschickt von Sache Schwaben, denen ja nichts geschwätzt, ist genug gelobt und da kennt ja jeder kommen oder das hat sich schon bewährt und das war schon immer so. Das habe ich viel zu viel, wenn Sie auf nur gucken, ne? Das habe ich viel zu viel von euch gehört. Das war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht. Ne? Das war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht. Ne? Diese schwäbische Floskel, und zum Nachher geht noch ein Kenner, ne? Die würde ich nicht empfehlen. Ja, ich habe auch zum ersten Mal mir hier eine Rede aufgeschrieben, damit ich eine ordentliche Chronologie habe. Aber es ist einfach nicht meine Natur. Ich mache es eigentlich lieber frei aus dem Stand. Wie viele Minuten habe ich denn noch? Sagen. 4 Minuten, danke. Dürfte der Herr Bürgermeister fragen, ob er 5 Minuten nachhängt, aber ich garantiere Ihnen, dass er es nicht machen wird. Und er weiß warum. Und ich auch. Und ihr jetzt auch. Wenn man ja schon mal was voraus. Also, was ich auf jeden Fall beobachten möchte, das gebe ich jetzt. Nämlich, es wäre wichtig, meiner Meinung nach, dass ihr die Chance habt, den richtigen Bürgermeister zu wählen. Und da der Bürgerentscheid auf den gleichen Tag fällt, habt ihr sowas Ähnliches wie ein russisches Roulette. Denn wenn das auf den gegenläufigen Kandidat fällt, dann habt ihr die nächsten 8 Jahre echt ein Problem. Und deswegen würde ich mir wünschen für Urbach, dass bei den beiden Hauptkandidaten ein Gleichgewicht ist, dass es einen zweiten Wahldurchgang gibt. Und deswegen bitte ich um die Stimmen der Protestwähler, deswegen bitte ich um die Stimmen der Nicht-Entschlossenen und die Stimmen von meinen Fans, die habe ich sowieso. Habe ich vielleicht nicht so viel in Urbach oder vielleicht auch ein paar mehr, aber ihr hättet dann Luft in Urbach und dann, wenn der Bürgerentscheid durch ist, ich finde es auch sehr unglücklich, dass man das zusammenpackt, vielleicht bemerkt er die Gemeinde gar nicht, unter welchem Druck sie ist, wenn sie jetzt einen Kandidaten nimmt, der vielleicht nicht so hinter der Landesgartenschau steht. Und das Allerwichtigste ist, als Bürgermeister, wählt ihr den Bürgermeister direkt, der für euch als Mensch da wäre. In meinem Fall ist das Interesse, euer Interesse, mein Interesse und nicht das Interesse der Fraktionen oder des Gemeinderates.
dass das Rathaus wieder auf seinen gesunden zwei Säulen steht. Im Moment ist das nicht der Fall. Die Dominanz des Gemeinderates ist viel zu stark und die Souveränität des Bürgermeisters muss gesichert sein, dass eure Demokratie in Urbach wieder funktioniert. Und wenn ich reise sowieso weiter nach Renzhalde, will ich hier auf jeden Fall keine, ich habe mal überlegt, ob ich die Sau durchs Dorf jagen will, über Hause. Will ich aber nicht. Ich habe erkannt, Heilung ist wichtiger. Ich habe euch Lösungen gegeben. Also der Herr Dieterle müsste auch dringend aus den ganzen Ämtern, wie bei der, dass der auch noch da bei der Bürgerstiftung drin ist, die dann mal alle Jahre ein paar Kröte rauslässt und den letztendlich in der Bürgerstiftung nur die Bank ihr Geld verdient. Eine Minute, Herr Vielen auch. Dank. An der Stelle hätte ich auch geklingelt. Ja, jetzt machen wir mal auf. Genau, dort klingelt nämlich die Kasse bei der Bürgerstiftung, verdient nämlich nur die Bank ihr Geld. Die 1000 Euro, wo da ausgeschüttet werden, ne? In Welzheim sind sie bei 300.000. In Lüderhausen haben sie 270, ich glaube, wir haben 150.000 in der Kasse. Ne? Also eine schöne Schwarzgeldwäsche, oder offizielle Geldwäscheanlage für die Banken. Ne? Es wurde 0,5% Zinsen für die Bürgerstiftung ausgeschüttet, aber man kann ja das Zehnfache an dem Betrag, also 1,5 Millionen für 3% Zinsen, gutes Geschäft. Und in wie viele Gemeinden machen sie das? Fast in alle. Ne? Also da kommen einige Punkte zusammen. Und deswegen, diese Trinität, die muss gelöst werden in Urbach. Danke für die Minute. Vielen Dank, Herr Hornau. So, jetzt kommen wir in den Fragenblock. Wer hat eine Frage an den Herrn Hornauer? Hier. Hallo Herr Meister. Hallo, Herr Meister. Meine Frage, was ist Ihr Grund, Bürgermeister zu werden hier in Urbach, außer den Ort in Anführungszeichen zu heilen? Vielen Dank. Meine Kandidatur für Urbach habe ich natürlich abgegeben, weil das direkt bei mir vor der Haustür liegt. Wir sind sozusagen mit Lüderhausen fast zusammengewachsen. Viele Dinge machen wir gemeinsam, das Polizeirevier und Lüderhausen gehört hier dazu. Und eben als ich entschieden habe, die Herausforderung Bürgermeister zu werden, lag es ja ganz klar, dass es mal die Gemeinde ist, die direkt vor der Haustür liegt. Also es ist mein Anspruch, dieses Amt Bürgermeister erfüllen zu können und darin meine Kulturidee, meine Gesellschaftsideen den Menschen vorstellen zu können und meine Qualitäten mit einzubringen. Und ich sage mir ganz einfach, jedes Volk oder jeder Bürger kriegt seinen Bürgermeister, was er verdient, und jeder Bürgermeister sein Volk. Und deswegen ist für mich jede Stimme, jeder Ausgang richtig und ich gebe einfach mein Bestes. Danke. Ich sehe jetzt keine. Gibt es weitere Fragen? Guten Tag, Max Erektil. Herr Hornau, Sie hatten ja gesagt, Sie verstehen sich praktisch als Möglichkeit, dieses Referendum abzuwarten und danach in der Stichwahl den Bürgermeister zu wählen. Können Sie nochmal genau erläutern, warum Sie das für sehr wichtig halten? Also, ich denke auch nicht, dass ich danach dann Bürgermeister werde, sondern ich denke, dass dann die beiden Hauptkandidaten für Urbach das Gesündere wäre. Ich nehme mich dort zugunsten der Gemeinde zurück, weil wenn es um die Landesgartenschau geht, sehe ich den Herrn Schiemann als den Besseren. Und wenn ihr als Bürger euch für das Menschliche, für das Direkte entscheidet und für eine Person, die mal der grauen Eminenz, der Frau Juth, die Stirn bieten kann. Danke. Denke ich, wäre eine Frau gut für Urbach
aber das solltet ihr eben vorher das Ergebnis wissen. Und meine Qualität, die kann ich ja sowieso ehrenamtlich oder als Berater zur Verfügung stellen. Wenn ihr da Weitere Fragen? Gibt es weitere Fragen? Also nochmals, ein drittes Mal, möchte noch jemand eine Frage stellen? Dann bitte melden, lautstark melden, dass wir die wieder sehen. Dankeschön, das ist nicht der Fall. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Hornbauer. Damit ist die Frage beendet. Ja, danke schön, Opa. Ich wünsche euch viel Erfolg und eine gute Zeit. Mitbürger, Sie können jetzt sofort nach Hause gehen. Ich möchte, wenn Sie, weil manche brechen ja schon auf, deswegen sage ich das, ich möchte nochmal den Bewerbern jetzt insgesamt danken, auch wenn sie zum Teil nicht da sind, dass sie sich hier in die Oberhalle begeben haben und auch die Bedingungen alle respektiert haben, auch der Herr Hornbauer zum Schluss prima so, vielen Dank. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Möglichkeit, eine neue Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister zu wählen, ist Ihr demokratisches Recht. Und ich bitte Sie alle, dieses Recht auch auszuüben an der Wahl. Und zum Schluss danke ich Ihnen für Ihren Besuch und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Die Veranstaltung ist bitte. Thank you.
Gesundheit. Alles Gute, Frau Urbach, ja. Noch ein Souvenir, ein Andenken, alles Gute, Frau Urbach. Ich wünsche für euch, für meine Nachbarn. Alles Gute, Frau Urbach. Wo es in Urbach nimmt. Ne? Ja. Gar nichts. Ich
Mach gut. Okay, Leute, das war die Kandidatenvorstellung in Urbach. Und liebe telemediale Freunde, alle Beobachter, ich hoffe, euch hat es gefreut, dass wir mal wieder live gestreamt haben. Und es war schon mal ein großer Sieg, wie ich hinter der Linie gehört habe, wollte man uns das erstmal gar nicht erlauben. Also dann, Herz 5.